Also, es geht um nebenberuflich, selbstständig, Steuern, Recht, Finanzierung und Marketing. Ich bin angekommen im Kapitel, was Sie vor dem Start überlegen sollten, und es geht um Geschäftsideen. Und es gibt Ideen für Kreative und Kunsthandwerker. Das ist Kunsthandwerk, Schreiben, Grafik und Gestaltung. Und es gibt einen grünen Kasten, farblich abgesetzt. Beispiel: Leistungs- und Ausbildungsbezeichnung voneinander unterscheiden. Nur ein ausgebildeter Fotograf darf sich als solcher bezeichnen, während Fotokunst oder Fotodesign als Leistungsbezeichnungen von jedermann verwendet werden kann. Genauso geschützt ist auch der Schreiner oder Tischler, während Holzkunst eine unproblematische Firmierung darstellt. So. Ideen für Kreative und Kunsthandwerker. Künstlerische Freiheit gibt es nicht nur in der Interpretation des Metiers, sondern auch in der Regulierung. In vielen kreativen Berufen dürfen sie ihre Leistungen und Werke als selbstständiger Künstler anbieten, ohne dass es Probleme mit eventuell fehlenden Zulassungen gibt. Dabei müssen Sie jedoch aufpassen, dass Sie nicht im Metier der handwerklichen Berufe wildern und Verwechslungen verursachen. Ich verweise auf das Beispiel: Leistungs- und Ausbildungsbezeichnung voneinander unterscheiden, habe ich eben vorgelesen. Kunsthandwerk. Schon viele haben versucht, sich mit Kunsthandwerk jeglicher Couleur ein zweites Standbein aufzubauen. Manche haben ihr Ziel erreicht, andere nicht. Chancenreich sind immer ausgefallene Ideen, die in hoher Qualität umgesetzt werden. Natürlich gehört auch die richtige Verkaufsstrategie dazu. Ein eigener Stand auf Hobby- oder Weihnachtsmärkten ist mit diesem Metier praktisch unerlässlich, um auf sich aufmerksam zu machen und einen Kundenstamm aufzubauen. Nächste Idee für Kreative und Kunsthandwerker ist das Schreiben. Ach ja, ich wollte hier die Uhr stellen. Machen wir mal 25. Ich glaube, ich bin eh vorher fertig mit dem Kapitel und dann höre ich auf. Hier geht es weniger um die Veröffentlichung von Romanen oder Gedichten, denn nur eine verschwindend geringe Minderheit der Autoren schafft es, sich in der Verlags- und Buchhandlungsszene zu etablieren. Doch wer Berufserfahrung als Journalist oder Werbetexter mitbringt, kann auch nebenberuflich immer mal wieder Aufträge an Land ziehen, seien es Fachartikel für Industriebetriebe, PR für regional tätige Unternehmen oder die Überarbeitung von Werbebriefen und Geschäftskorrespondenz. Grafik und Gestaltung. Letzte Geschäftsidee. Auch hier bieten sich vor allem für Studenten einschlägiger Fachrichtungen Möglichkeiten der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Besonders kleinere und mittelständische Unternehmen mit knappen Werbeetats sind froh, die Gestaltung von Flyern und Internetseiten zu günstigen Honoraren einem nebenberuflich tätigen Anbieter übertragen zu können. So, letztes Feld, das hier aufgezogen wird, ist Handel und Reisegewerbe. Da steht aber gar nichts an Geschäftsideen. Und dann sind wir auch schon, oder dann bin ich schon mit dem Kapitel, was Sie vor dem Start überlegen sollten, durch. Und dann kommen freie Berufe, Handwerke und Gewerbe. So, was Sie vor
dem Staat überlegen sollten, Handel und Reisegewerbe. Im Handel sind die Möglichkeiten für nebenberufliche Gründer begrenzt, denn die Eröffnung eines Fachgeschäfts oder Großhandelsunternehmens erfordert hohe Anfangsinvestitionen. Chancen für die Gründung im Nebenjob bieten exotische Produkte, die beispielsweise über einen Online-Shop verkauft werden. Das spart hohe Mietkosten für ein Ladengeschäft. Eine weitere Möglichkeit für die Selbstständigkeit ohne eigene Geschäftsräume ist das sogenannte Reisegewerbe. Was in dieser Form alles angeboten werden kann, zeigt sich beim Rundgang auf einem Markt, dem typischen Verkaufsort der Reisegewerbetreibenden. Zu finden sind dort nicht nur Handels- oder Handwerkprodukte, sondern auch Dienstleistungen, kulinarische Spezialitäten und vieles mehr. Ah, Reisegewerbe heißt Marktbeschickung. So. Eine Möglichkeit für die Selbstständigkeit ohne eigene Geschäftsräume ist das sogenannte Reisegewerbe. Was in dieser Form alles angeboten werden kann, zeigt sich bei einem Rundgang auf einem Markt, dem typischen Verkaufsort der Reisegewerbetreibenden. Zu finden sind dort nicht nur Handels- oder Handwerksprodukte, sondern auch Dienstleistungen, kulinarische Spezialitäten und vieles mehr. Gut, das war's mit diesem Kapitel. Das nächste Kapitel ist freie Berufe, Handwerk und Gewerbe. Bis gleich.